Und wie ihr diesen kleinen Garten bauen könnt, das seht ihr jetzt in diesem Video. Und zwar ist das Ganze nichts anderes als ein normales Feld, was ihr sicher auch kennt, wo wir Zäune drumherum bauen. Das mache ich schnell. Dann baue ich hier ein kleines Gartentor rein. Das baue ich so, indem ich einfach zwei Zäune noch höher gehe und oben quer. Dann kommen hier zwei Fackeln drauf. Ich spiele das Ganze wieder mit meinem 3D Texture Pack, darum sieht die Fackel auch so cool aus. Die ist in so einem Glaskasten, die Zäune sind halt auch dreidimensional. Das Feld, das wächst hier noch, das mache ich schnell alles, dass es ausgewachsen ist. Guter Satz. So, die Vogelscheuche, die ihr hier seht, die baut ihr, indem ihr einen Armor Stand aus der 1.8 einfach hier irgendwo hin platziert. Was ich selbst noch nicht gewusst habe, ist, dass wenn man diesen Armor Stand platziert, dass das Feld nicht kaputt geht. Das habe ich auch jetzt erst erfahren. Und ihr könnt ihn auch schräg hinsetzen. Dann benötigt ihr diesen Lederbrustplatte. Die geht ihr dem Teil und setzt einfach einen Kürbis drauf. Dann sieht das Ganze aus wie eine Vogelscheuche. Und der Zaun ist auch ein bisschen realistischer, denn eine sportliche Person könnte theoretisch hier einfach drüber springen. Den bauen wir, indem wir den Armor Stand einfach auf diesen Zäunen platzieren. Den können wir auch wieder schräg setzen in den Ecken. Das mache ich jetzt auch überall. Und das ist der Zaun. Das ist eigentlich auch schon das Ganze. Ich finde, das sieht einfach viel schöner aus, wenn ihr das so habt. Und so könnt ihr quasi euer Feld ein wenig pimpen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe einen anderen Sound zurzeit. Denn heute kam mein neuer Mikrofonständer. Das ist so ein Tischarm, den man halt dann einfach wegschwenken kann, wenn man nicht mehr aufnimmt. So zack rüber und dann war's das. Das heißt, das Teil bammelt einem nicht mal in der Fresse rum. Und ich kann schon mal ankündigen, dass ich bald an einem kleinen Minecraft-PvP-Event teilnehmen werde. Das nennt sich Black Blood, wenn ich das schon sagen darf, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Und das kommt halt in den nächsten Wochen, also ich denke mal so in 2 Wochen spätestens wird das Ganze losgehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ihr könnt auch gerne die anderen Tutorials auschecken, wo ich zum Beispiel eine Gaming-Ecke eingerichtet habe mit Spielekonsole. Oder ein Bad mit Toilette und Handtuch. Das hier ist das allererste Video, das Lagerfeuer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.